Sonntag, meine Damen und Herren, dieses Video wird eine kleine Sammlung an Eindrücken, wenn man mit einem Tesla fährt. Weil ich habe immer noch das Gefühl, dass die meisten nicht verstehen, wie doll dieses Fahrzeug dir die Fresse nach hinten schiebt. Er weiß es, der reagiert aber eh kaum, der reagiert nur, wenn er Hackfleisch sieht. Du weißt es. Oh ja. Alle wissen es. Deswegen werden wir jetzt die Leute, die wir jetzt hier rumrennen haben, wenn wir uns schnappen, die werden wir alle in Tesla einmal reinsetzen und wir geben Gas. Und wir filmen das. Natürlich fragen wir die vorher, ob die gefilmt werden wollen. Weil man kann, glaube ich, quieken und sehr komische Geräusche machen. Ich habe leider schon sehr geile Leute drin gehabt, aber die Kamera war nicht dabei. Ne? Also wirklich mega, mega, mega geil. Das machen wir jetzt. Es wird also nur eine Zusammenstellung von Eindrücken, wenn man Gas gibt. In einem Tesla. Wir suchen Leute. Herr Degenrath! Herr Krämer! Haben Sie ein paar Minuten für mich? Immer. Schmeißen Sie rein. Das 5-Zylinder? Herr Degenrath, sind Sie denn schon mal sowas gefahren? Nein. Nein. Ist geil, aber ist nicht so schnell. Ich traue dir gar nichts. Okay, pass auf. Was ist das Schnellste und Krasseste, was du je so beschleunigt bist? So vom Gefühl, so aus 30 auf 100. 30 auf 100? Ja, wo du gesagt hast, boah, Alter, vom Punch her, ne, ist das das Krasseste, was du je erlebt hast. Also schon mal, so ein neuer GTR ist schon sexy. Also das... Lader sind früh da, also ohne Launch anfahren, also drei, du betonst das 30, ja. Stehender Start hätte ich gesagt, das mache ich mit meinem Auto, aber so rollender Start, nee, also da geht schon mal nichts, denn wir machen wieder Rolling Boost oder sowas, aber, okay, aber das ist, Alter, was ist das? Was ist, und ich mit meiner Gesichtsgruppe. Deine Beine! Kein Griff hier, was ist das für ein Auto? Die entwickeln keinen Griff zum Festhalten, den Angstgriff. So, guck auf den Tacho. Ich bereite mich vor. Guck auf den Tacho, okay? Ja? Ja. Und jetzt hat er gerutscht. Warte, warte, jetzt, warte, warte, warte. Wieder gerutscht. Aber es passiert halt, also es geht halt kontinuierlich, ne? Ja, Drehmoment bei einem Elektromotor sofort da, ne? Ja, das ist krass. Kennst du einen Motor, der das kann? Der das kann? Nein. Alter, ich muss mich mal wieder entkuppeln von dem Gurt hier. Da fliegt... Ich kann den ganzen Tag lachen. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Wie viel Newbilder aus deinem Popometer, wie viel Newbilder würdest du sagen, ist das? Das Problem ist, jetzt haben wir Schlupf. Ah, das ist über 900. Das ist so, wie wir es eigentlich uns immer wünschen. Der Lader, der, ah, das ist... Alter. Aber ist okay. Ich will lügen, wenn ich sage nein. Siehst ich würde du? Absolut lügen, wenn ich sagen würde, dass dieses Ansprechverhalten, ne, unfassbar, das geht mit keinem Verbrennungsmotor der Welt. Geht auch nicht. Nein, das so, geht ich danke dir. Ich hole euch andere Leute noch mit rein. Habe ich schon mal Tesla gefahren? Wollt ihr mal im Tesla mitfahren? Sehr gerne. Ja. Ihr werdet beim Video zu sehen. Ja. Sehr, sehr. Mitkommen. Was ist denn das Schnellste, was du schon mal so mitgefahren bist? Mein Auto. Ein GTI. Dein Auto? Ein GTI. Okay. Ich meine, so ein GTI ist auch schon schnell, ne? Für mich schon. Für meine Verhältnisse, ja. Auf jeden Fall. Nee, ich meine es ernst. Ja, ehrlich. GTI ist ja auch wirklich schnell. Ja. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel, haben wir keinen Verbrennungsmotor. Nichts Turbo aufgeladen ist, wir haben gar nichts eigentlich. Okay? Mhm. Und dann fährt man so los. Und man denkt, das ist ja voll ökonomisch und so, ne? Oh! Futter! Leck mir am Arsch! Ey, du gibst Gas und dann marschiert der ja schon. Krass! Sag ich, die meisten Leute sitzen drin und machen so und gucken zur Seite und denken sich, was passiert eigentlich gerade hier mit mir? Okay, guck mal auf den Tacho. Wahnsinn. Gut? Ja, ist geil. Ja, ist geil. Also. Vermisst ihr einen Verbrennungsmotor? Also ich muss sagen... Mir fehlt das Sound etwas. Ehrlich? Ja. Ja, okay. Aber das Summen ist... Hat auch was, muss ich ja sagen. Ne? Aber der geht nach vorne. Meine das ist mein Mann. Ich finde nämlich auch, hört mal genau hin. Hört mal genau hin. Ich finde, das ist auch Kraft. Also das Geräusch, das was da kommt. Das ist eine ganz andere Kraft. Nee, ich finde auch, das Geräusch ist irgendwie emotional. Ist halt nicht wie ein Auspuff, aber. Hat was. Ist auf jeden Fall mega geil. Hammer, ne? Richtig gut. Ja, okay.
Ja, klar, hier ist die Hölle los. Das ist Wahnsinn. Ne, wenn du jetzt so machst, zum Beispiel, also den Weg finden solltest du. Ja. Aber der E-Klapse, bevor ich rausschmeiße, der E-Klapse-Punch immer noch der hier. Wenn du so um die 30 bist, dann ist es wirklich widerlich. Kann man machen, ne? Kann man machen. Hat auf jeden Fall Zukunft. Die Chefin sagt auch. Ja. Kann man sich drauf freuen, ne? Wenn genau. Weitergeht. Ich denke nämlich auch, da kann man sich wirklich drauf freuen. Ich stelle mir vor, das Auto sieht nicht mehr so aus, so wie so ein Viertürer, sondern wirklich was Sportliches, Kleines. Mhm. So. Vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte euch um eine Dimension belehren. Viel Spaß noch. Tschüss. Jo, danke. Ciao. Du hast gehabt Gallardo, alles Mögliche, Ferrari, du kennst alles, richtig? Genau. Du magst schnelle Autos. Ja. Du kannst dir vorstellen, dass das jetzt zu schnell, ne? Was war das Schnellste, was du so gefahren bist bis jetzt? Lambo. So von der Power, ne? Ja, genau. Der Huracan. Der Aventador. Aventador, okay. Okay. So ist nichts. Was ist das für ein Auto? Das ist ein Tesla. Das ist ein Tesla P100D. Ja, da kann ich mir schon vorstellen, was da drauf ist. Ich will noch Leben zurück, ne? Ja, du kommst. Stört dich die Stille? Nö. Ist eigentlich. Ja, ist ganz gut. Ist gut. Vermisst du den Motorsound? Bisschen, ja. Aber wenn du den Elektromotor hörst, ist es dann nicht auch so. Auch Kraft? Wenn du genau hinhörst, ne? Guck mal. Ja. Geil ist das auch irgendwie. Ja. Ist halt so ein bisschen Space Shuttle-mäßig, ne? So, jetzt fahren wir zum Beispiel. Fahren jetzt 30 km/h, ne? Okay? Das waren 80. Schneller als Aventador? Ja, ist viel schneller. Ja, das ist also Aventador, nein. Das ist auf jeden Fall krass. Das Ding ist nur oben rum, wenn du schneller wirst, dann ist das natürlich. Dann ist die Kraft natürlich nicht mehr so stark, weil du hast ja kein Getriebe. Auch wenn du auf der Autobahn fährst, du hast keinen Unterschied. Du schaltest nicht, sondern du rollst eigentlich die ganze Zeit nur. Dann ist der Top auf jeden Fall, also Power hatte. Das ist schon mal gut. Okay, Seven. Hau rein. Ja. Danke sehr, viel Spaß noch. Bist du schon ein schnelles Auto gefahren? Ja, bin ich schon. Was denn? Ich weiß gar nicht, es war irgendein BMW, aber ich war von 2012 im Mann. Okay, aber der war gut. Ja, der war gut. Okay. Ah, der geht noch, wenn ihr Bock habt, ne? YouTube ist okay für euch, ne? Ja. Normal, Mann. Okay, also ihr seid jetzt im Video schon drin. Oh, shit. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Geiler Wagen, auf jeden Fall. Ich warte nur noch auf den Sound. Sound kommt nicht. Es kommt ein anderer Sound. Es kommt halt der Sound von dem Elektromotor selbst. Aber was viel spannender ist, das zeige ich euch gleich. Was war das Schnellste, was du gefahren bist? Das Schnellste war. Ja, wow! Das ist ein Eindruck, Mann. Fett. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, nein, guck mal, Elektron, dann so eine Power. Okay. Wow! Oh, shit. Kann man machen? Ja, kann man machen. Ist okay, ne? Ja. Man kann sich auf jeden Fall fortbewegen und so. Man ist adäquat unterwegs. Wie alt seid ihr? 16. Du? 15. 15? Du siehst aus wie 90, Alter. Boah. Und das Geilste ist, du fährst durch die Stadt, gibst so Gas, die Polizei kriegt nichts mit. Ja, du bist auf ein Ninja. Genau, du bist wirklich ein Ninja. Du hörst nichts. Du siehst, es war vorbeihuschen, aber du hörst ja gar nichts. Ne, guck mal, wenn wir jetzt auf Fenster aufmachen, wir fahren gleich los, du hörst den Reifen, du hörst die anderen Autos, sonst hörst du gar nichts. Boah! Das zieht richtig. Aber du hörst halt? Wirklich gar nichts. Du hörst halt wirklich nichts. Du hörst nur Wind. Du hörst das hier. Was für Musik hört ihr so? Hip-Hop. Oldschool. Ja. Oldschool? Yes, man. Ja, dann seid ihr aber genau richtig an Bord hier bei mir. Ich glaube, ich hab zu oldschoolig für euch gerade. Nee, eher so 90s. Kennst du nicht? Okay? Nein? Egal. Oh, man. Nein?
Okay, dann sag mir, was du hörst. Das Allerbeste ist, in diesem Auto ist jedes Lied drin, was du willst. Also Spotify im Auto. Shit. Bad and Bougie, Migos. Ja. Was? Bad? And Bougie. Gucken, ob er das feiert, ja. You know, young rich niggas. You know, so we ain't really never had no old money. Dein Blick so. We got a whole lot of new money, though. Hey! Raindrops, ja, okay. Smoking on cooking the hot box. Was dein Ding? Fucking on your bitch, yeah, dot, dot, dot. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing. Und jetzt ist er wieder am Laden dran. Ich rede ganz komisch. Ich komme nämlich gerade frisch von der Wurzelbehandlung. Also das Ende von dem Video bin ich direkt zur Zahnarztwurzelbehandlung reingeknallt. Deswegen ist ja alles so ein bisschen am Hängen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit Tessa, weil wir geben nämlich morgen wieder ab. Dann ist der hübsche Kollege wieder weg. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja Tessa demnächst. Ich habe nicht meine eigene Zunge. Wir haben gesagt, wenn man nicht aufpasst, beißt man sich diese Zunge selber ab. Ah, das ist kacke. So betäubt. Boah, die Backe, man beißt sich in die Backe. Auf jeden Fall, das war's zum Thema Tesla. Wir haben mal ein paar Videos gehabt, ne? Ja. So, jetzt geht's ja weiter mit Benzin. Tschüss. Hey! Raindrops, drop top, smoking on cooking the hot pot. Cooking, fucking on your bitch, yeah, dot, dot, dot. Cooking up dope in the crock pot.